Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid und euch diesen Clip anschaut bzw. anhört. Es geht in diesem Fall um den Fall der vermissten Familie Schulze. Dazu hatte ich noch keinen Clip gemacht, aber es gibt aktuell ein sehr interessantes Update zu dem Fall. Vorab werde ich noch einmal komplett den Fall erzählen, worum es überhaupt geht und am Schluss dann dementsprechend das Update. Hier der chronologische Ablauf. Mittwoch, der 22. Juli 2015. Es ist der letzte Schultag von den Sommerferien, also Zeugnistag. Aber Miriam Schulze, 12, holt ihr Zeugnis nicht ab. Ihre Eltern haben sie am Morgen krank gemeldet. Am Abend zuvor ist die Familie auf einem Reiterhof gewesen, in der Nähe von ihrem Haus im niedersächsischen Drage. Für das folgende Wochenende ist Miriam zu einem Reitausflug angemeldet. In der Mittagszeit schreibt sie noch über WhatsApp mit einer Freundin. Danach herrscht Stille. Auch die Spur ihrer Mutter verliert sich am gleichen Tag. Zwischen 16 und 17 Uhr verlässt Silvia Schulze den Supermarkt in Geestacht, in dem sie als stellvertretende Filialleiterin arbeitet. Sie steigt in einen grauen Dacia und fährt davon. Es ist das letzte Mal, dass ihre Kollegen sie sehen. Am 23. Juli wird nur Marco Schulze noch einmal beobachtet. Frühmorgens gegen 7.30 Uhr im Ortsteil Stove. Er ist im Auto seiner Frau unterwegs. Doch er fährt nicht in Richtung Geestacht, wo er in einer Chemiefabrik arbeitet, sondern zu dem Neubaugebiet, wo die Familie in einem eigenen Haus wohnt. Danach verliert sich auch seine Spur. Freitag, 24. Juli 2015. Weil Silvia Schulze schon am Tag davor unentschuldigt im Supermarkt gefehlt hat und auch nicht ans Handy gegangen ist, melden ihre Kollegen sie als vermisst. Beamte des Polizeireviers in Winsen fahren zum Haus des Schulzes. In der Wohngegend wohnen viele Pendler und er wird als Speckgürtel von Hamburg bezeichnet. Die Polizeibeamten klingeln am Haus des Schulzes. Die Fenster sind gekippt und drinnen hockt eine Katze. Die Autos stehen im Carport. Als kurz darauf feststeht, dass auch Marco Schulze nicht zur Arbeit gekommen ist, öffnen die Beamten das Haus. Sie finden Pässe, Portemonnaies, EC-Karten. Handys finden sie nicht. Diese sind aber auch ausgeschaltet und können von der Polizei nicht geortet werden. Es wird sofort alles durchgesucht. Bankunterlagen, Computer, Autos. Die Spuren und technischen Untersuchungen ergeben aber keinerlei Hinweise auf Blut- oder Kammspuren. Weder im Haus noch in den Autos. Es ließ aber auch nichts darauf schließen, dass die Familie vorhatte, wegzufahren oder unterzutauchen. Für den Herbst hatte das Paar bereits einen Urlaub gebucht, nach Mexiko. Aber nur zu zweit, ohne Miriam. Die Beamten nehmen dann Kontakt zu der erwachsenen Tochter von Silvia Schulze aus einer früheren Beziehung auf. Sie kann auch nicht weiterhelfen. Die Beamten befragen die Nachbarn, aber diese wissen nicht viel über die Familie. Außer, dass Marco einen alten grünen Opel fährt, oft auf der Terrasse sitzt und raucht. Und dass er und seine Frau immer auf Elternabenden und Schulfesten waren, aber nie auf den Dorffesten. Nur die Tochter Miriam hatte mehr Kontakt. Sie spielte häufig mit den Nachbarskindern in der kleinen Anliegerstraße. In den sozialen Netzwerken ist nur Silvia aktiv. Doch was sie dort postet, bringt die Ermittler nicht weiter. Ganz normale Sachen, Fotos von ihrer Tochter, von der Katze und ihr erster Beitrag war ein Herz mit dem Datum 1. November 2007, Markus und Silvias Hochzeitstag. Für sie war es nicht die erste Ehe, für den gelernten Landwirt Marco aber schon. Am Wochenende des 25. und 26. Juli durchsuchen Polizei und Feuerwehr im Ort, am Elbstrand und in der Feldmark nach den Vermissten. Sie laufen durch Maisfelder, schauen in Scheunen und Schuppen. Spürhunde werden eingesetzt und Hubschrauber. Und in Drage und den Nachbarorten hängen Suchplakate. Am Montag, dem 27. Juli, gibt die für den Landkreis zuständige Polizeiinspektion Harburg eine bundesweite Suchmeldung heraus mit Fotos aus den Reisepässen der Vermissten. 25 Hinweise gehen ein. Aber keiner hilft wirklich weiter. Mit Spürhunden der Polizei wird noch einmal der Wald bei Drage durchkämmt. Ein Boot fährt die Elbe in Ufernähe ab. Die Polizei schließt ab jetzt ein Kapitalverbrechen nicht mehr aus.
Allerdings ist kein Motiv erkennbar. Am Freitag, dem 31. Juli, um 5.30 Uhr meldet eine Anwohnerin vor der Uferpromenade in der Lauenburger Altstadt eine leblose Person auf der Elbe treibend. Dies war etwa 30 Kilometer östlich von Drage. Sie wählt direkt den Notruf. Mit dem Boot der Ölwehr 22 bergen Feuerwehrmänner dann die Leiche. Die Leiche trug Arbeitshandschuhe, als sie aus der Elbe gezogen wurde. Ein Betonklotz hing an dem Körper befestigt mit gelben Spanngurten. Wie ein geschnürtes Paket trieb der Tote dann auf dem Wasser. Noch in der gleichen Nacht um 23.39 Uhr gab die Kripo dann bekannt, wovon längst die meisten ausgingen. Der Tote war Marco Schulz. Fremdeinwirkung sei auszuschließen. Todesursache war Ertrinken. Wenig später finden Taucher ein silbernes Damenfahrrad auf dem Grund der Elbe. Es ist unklar, ob es der Familie gehört hat. Aber Marco Schulze muss wohl damit gefahren sein. Auf dem Gepäckträger befinden sich gelbe Spanngurte. Solche wie auch an der Leiche. Aber wo sind Silvia und Miriam? Bis weit nach Mitternacht suchen Taucher mit Unterwasserlampen die Elbe vor Lauenburg ab. Die beiden bleiben aber verschwunden. Die Polizei geht von einem sogenannten erweiterten Suizid aus. Sie gehen davon aus, dass sich Marco Schulze in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli das Leben genommen hat. An dem Tag, als er morgens das letzte Mal gesehen wurde. Die Frage war, hat er zuvor seine Frau und seine Tochter getötet? Am Samstag, den 1. August, sucht ein Sonarboot den Elbgrund nach Spuren ab. Ohne Ergebnis. Am Mittwoch, dem 5. August, sucht eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei erneut das Deichvorland bei Drage. Man vermutet, dass der Familienvater die Leichen dort irgendwie versteckt haben könnte. Der Elbdeich wird auf einer Länge von 3 Kilometern abgesucht. Und noch einmal gehen Beamte mit 6 Leichenspürhunden den nassen Strand ab. Die Hundeführer bohren mit Metallstäben Löcher in den Sand, um gemütliche Gerüstspuren freizusetzen. Auch das weiterhin ohne Erfolg. Auch gibt es Weiterhin hat die Polizei keine Idee zum Motiv. Das Ehepaar musste zwar ihr Eigenheim abbezahlen, aber beide hatten Arbeit. Marco Schulze hatte zusätzlich noch einen 450-Euro-Job. Auch von einer psychischen Erkrankung bei Marco Schulze, etwa einer Depression, war nichts bekannt. Gab es Probleme zwischen den Eheleuten? Wenn ja, warum? Aber darüber war jetzt auch weiter nichts bekannt. Das Einzige, was ein Grund gewesen sein könnte, war folgendes. Marco Schulze sollte wenige Tage zuvor mit Alkohol am Steuer erwischt worden sein und dabei seinen Führerschein verloren haben. Aber sollte dies wirklich so eine Ehekrise auslösen, dass man sich umbringt und seine Frau und seine Tochter tötet? Der Fall wird bei Aktenzeichen XY ausgestrahlt. Auf die Ausstrahlung hin meldet sich eine Zeugin, die die Familie am Mittwoch, dem Tag des Verschwindens von Mutter und Tochter, gegen Abend am Mühlenteich in Holm-Seppensen gesehen haben will. Ihre Angaben sind so konkret, dass die Ermittler beschließen, dort zu suchen. Der Ort ist zwar 40 Kilometer von Drage entfernt, aber der Ort ist in Schulzes vertraut. Am 17. August 2015 finden Spürhunde dann Spuren von Mutter und Tochter, aber sie enden am Ufer des Mühlteichs. Und auch eine Geruchsspur des Vaters führt dorthin. Aber nur die Geruchsspur des Vaters führt auch wieder von dem Teich weg. Da taucht dann die Frage auf, hat Marco Schulze die beiden hier getötet? Sofort wird rund um den Teich alles abgesucht. Taucher steigen in den See, nichts. Dann stellt ein Sonarboot Auffälligkeiten auf dem Grund des Teichs fest. Objekte, die dort liegen. 17 Stellen in etwa 4 Hektar großen Gewässer werden markiert. Am Donnerstag, den 20. August, tasten Polizeitaucher den Grund des bis zu 5 Meter tiefen Mühlenteichs ab. Sie können nichts sehen und trotz aller Bemühungen finden sie nur Äste und Baumstämme. Die Suche wird abgebrochen. Die Polizei sagt, dennoch deutet vieles darauf hin, dass Mutter und Tochter hier zu Tode gekommen sind und dann weggebracht wurden.
Eine Psychiaterin sagte, wenn Markus Schulze tatsächlich seine Frau und seine Tochter umgebracht hat, muss er die Tat sehr gut geplant haben. Es sah alles nicht nach einer spontanen Tat aus. Da es keine neuen Hinweise gab, wurde die Soko Schulze Ende November aufgelöst. Nur ein Beamter beschäftigte sich noch mit dem Fall. Zwei weitere Suchaktionen bei Geestacht und Winsen-Höpte haben nichts ergeben. So, das ist der Stand der Dinge bis vor circa 2 Wochen. Wie schon angekündigt, gibt es ein Update in diesem Fall. Anfang April wurden bei Niedrigwasser am Elbstrand in Drage 2 menschliche Knochen entdeckt. Es handelt sich dabei um einen nicht genau benannten Knochen und einen Kieferknochen. Beides ist definitiv menschlicher Natur. Aktuell befinden sich die Knochen in der Analyse und es liegt noch kein Ergebnis vor. Man geht davon aus, dass nächste oder übernächste Woche entsprechende Ergebnisse vorliegen. So, das war es erstmal zu dem Fall. Der Fall ist eigentlich sehr bekannt, aber dass jetzt Knochen gefunden wurden, wird im Internet eigentlich auch kaum irgendwo propagiert oder es gibt großartige Nachrichten dazu, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Ich bin auch nur durch Zufall drauf gestoßen und dachte mir, ich bringe euch da mal up to date bezüglich des Falls. Ich werde dann natürlich, sobald irgendwelche Ergebnisse vorliegen, Informationen vorliegen, sobald neue Informationen vorliegen, werde ich natürlich euch in einem Kurzclip informieren. Von daher lohnt es sich auf jeden Fall, den Kanal zu abonnieren. Damit verabschiede ich mich dann für heute erst einmal von euch. Vergesst nicht zu liken, abonnieren, teilen und zu kommentieren. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Bleibt gesund und sicher zu Hause. Bis spätestens zum nächsten Wochenende. Tschüss!